Schön, dass du wieder da bist. Heute geht es ums Thema, deinem Husky einen Rhythmus anzugewöhnen. Das ist sehr, sehr wichtig. Für uns ist es wichtig schon mal gewesen, zum Anfang ist es einfacher, wenn du deinen Hund stubenrein bekommen möchtest. Dann weißt du ganz genau, wann hat er gegessen, wann muss er das nächste Mal vielleicht wieder raus aufs Klo. Das ist der erste Punkt. Aber was dann natürlich noch wichtiger ist, wir leben in Deutschland, wir haben auch warme Sommer und im Sommer kannst du mit deinem Hund in der knallen Sonne nicht rausgehen. Das ist einfach Tierquälerei. Nicht nur beim Husky hast du das Problem, sondern mit jedem anderen Hund auch. Ein Husky verträgt natürlich dann die extreme Hitze nicht so sehr. Deswegen gehen wir mit ihm zum Beispiel früh morgens raus. Das heißt, ab 6 Uhr, 5.30 Uhr, 6 Uhr sind wir mit ihm draußen. Im Sommer, weil es einfach zu warm sonst wird, ab 8 Uhr für den Hund. Und sonst gehen wir natürlich recht spät abends wieder raus. Das heißt auch mal für uns recht früh Zukundesport, damit er ausgelastet ist und den ganzen Tag wirklich gut überstehen kann. Oder wenn er noch zu viel Power hat, dann machen wir es natürlich abends nochmal. Gewöhne diesen Rhythmus an, damit du es leichter hast, auch im Alltag. Wenn du es nicht machst, wird der Hund dir natürlich auch auf der Nase rumtanzen. Wenn dir das Video gefallen hat, lass ein Like da, kommentier uns und die Glocke nicht vergessen zum Abonnieren, damit du kein Video mehr verpasst.